Hier ist schon das Ende. So, aber sind wir noch nicht? Wir müssen noch den roten Teppich machen. Breit machen für Großaufnahmen. Breit machen für Großaufnahmen. Okay. Oha. Diesmal sieht es ein bisschen gefährlich aus. Hier werden auf jeden Fall Leute zerquetscht. Hier ist unser Dicker, den wir wahrscheinlich wieder brauchen. Okay, so, das drückt das runter. Wenn wir hier schwer genug sind, macht das Flip. Sehe ich das richtig? So, hier ist unser Rohr. Wenn das Flip macht, rollt das nach da und da haben wir nicht genügend Grüne. Also hier brauchen wir so eine Art Auffangschale und müssen dann noch nach da oben klettern. Das heißt, wir dürfen nicht sehr viele zerquetschen. Das ist natürlich, also erstmal müssen wir jetzt hier links, rechts so ein Auffangding machen. Wo wird denn der Dicke hier zerkleinert? Ach, der Dicke muss hier dann auch noch rum. Oder? Der wird hier zerkleinert. Ach du Heilige, das heißt, der muss hier rüberrollern. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Und ich, Und ich, oh, nee. So, das Level habe ich jetzt erstmal sofort nochmal neu gestartet. Das war ja doof. So, jetzt fangen wir nochmal an. Gesehen haben wir es ja alle. Jetzt wärmen wir hier die Grünen. Weil wegschmeißen ist eine ganz, ganz dumme Idee hier. Weil die brauchen wir alle. Das können wir uns nicht, ne? Wird gut. Wird auf jeden Fall gut. So, ich stabilisiere das auch noch mal nach hier. Müsst ihr denn so Ping-Pong-artig sein? Das ist ja schrecklich. So. Oh je. Das war der Falsche. Gib dich da runter, bitte. Nimm doch den mal da weg. So. Und du hier, komm mal, das war auch der falsche. Wie Wackelpudding hier. Jetzt hängen die da unten, ne? Such die mal wieder hier rüber zu kippen, irgendwie. Nee, sehe ich noch nicht. Jetzt haben wir viel zu wenige. Das sind, seht ihr? Nee. Wir starten das nochmal neu. Das ist also, nee. So, hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. So. Wir machen das jetzt hier mal ganz vernünftig. So. Schön stabil halten. So. So, jetzt lehnt der sich da. Hallo? Lehnt ihr euch da mal so an? Da nochmal stabilisieren. Der kann dann weg. Weil das große Ding muss ja hier so rüberrollern. Ne? So. Ich hoffe, das ist stabil genug für das Ding. Weil das rollt hier so rüber, rollt da so rein. Die halten sich da so ein bisschen fest und drücken da noch so gegen. Ich hätte gern hier noch ein.
Aber ich möchte ihn nicht wegnehmen. Ich möchte keinen wegnehmen. So, jetzt müssen wir das beschweren, aber die nehmen wir jetzt auch noch damit rüber. So, einfach damit wir hinterher ein bisschen höher bauen können. Ich weiß noch nicht, wie viel wir hier brauchen zum Beschweren. Aber ich möchte nicht, dass alle platt gehen. Deshalb hole ich die einfach mal hier manuell, ganz schnell rüber. Was mit denen hier? Schlafen die? Nee, die schlafen nicht, ne? Das ist von dem Schild hier. So. Plum, 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 plum. Plum, plum. So, die hier müssen jetzt schwer genug werden, damit die das Gewicht darunter drücken. Ich weiß gar nicht, wie viele man dafür braucht. Vielleicht braucht man doch mehr. Ich habe die jetzt alle da rüber geschmissen. So. Nette Konstruktion, reicht aber noch nicht. Weil wir sehen hier diesen Mechanismus. Das drückt das nach oben. Ja, tut mir leid, Jungs. Ihr müsst auch noch mit verheizt werden. Da, jetzt, jetzt, jetzt. So, aber dann haben wir ein paar gerettet. So, das läuft wie ich wollte da so rein. Hat ja fast von Anfang an geklappt. Also hier oben werden sie zerkleinert. So, und jetzt müssen wir sie aber noch ins Rohr bringen. So, prinzipiell können wir jetzt auch wieder die Grünen erstmal nehmen. Wie hoch müssen wir? 2,5 Meter noch. Aha. Aha. Flip. Ja, doch, läuft, läuft. Ist überhaupt nicht instabil hier. Gar nicht instabil. Ja, solange es nicht fällt, ist ja noch okay hier. Können uns ja da ein bisschen abstützen. Ist ja nicht das Problem. So. Das nenne ich mal Konstruktion hier. Den darf ich nicht wegnehmen, weil das ist der Standfuß. Ein Gu ist der Standfuß. Der hält sich da fest. Brauchen wir den nicht. Den brauchen wir auch nicht. Reicht das schon? Glaube ich doch jetzt nicht. Leute! nun. Ja, doch, also läuft ganz gut. Wo war jetzt meine Maus? Selbst die Maus ist jetzt abgehauen. Ich befürchte, dass wir doch einen Weißen verballern müssen. Ich weiß halt nicht, ob die da geschluckt werden. Ich stelle mich hier auch echt an, muss ich nur sagen. Ich kann froh sein, dass ich ein paar Weiße gerettet habe. So, aber das hier hängt irgendwie nicht so ganz... An welcher Angel hängt das denn hier? Jetzt haben wir doch einen Weißen direkt verbaut. Ist nicht so tragisch. Aber das hier ist tragisch, diese... ja.
krieg die auch kaum zu packen jetzt hier noch. Hallo. Ja, den haben wir jetzt ganz weggeschmissen. Läuft, läuft. Jetzt haben wir natürlich den Weißen da. Ach so, der, ah. Okay. Könntest du mal, stabilisieren wir da mal. Ich möchte eigentlich die beiden Grünen da gerne haben. Die da so sinnlos rumhängen. Oh je. Ja, ich weiß, dass das hier alles sehr instabil ist, Jungs. So. Und? Letzten. So, und wir haben es geschafft. Und die Weißen werden auch nicht mit eingesaugt. Ja, toll. Haben wir uns die Arbeit umsonst gemacht. Aber wir haben es geschafft. Du. 18 gesammelt. 8 mehr, als wir wollten. Was wollen wir denn mehr? Perfekt. So, und damit sind wir schon beim letzten Level. So, da wollen wir doch mal sehen, was uns im letzten Level von Kapitel 2 erwartet. Genetische Sortiermaschine. Manche Bälle sind hübscher als andere. Okay. Jetzt dürfen wir auch noch die Gu-Bälle sortieren, wie es aussieht. Oh, und wir haben ganz viel große. Müssen nur 8 sammeln. Okay, so, wir haben da grüne. Hier müssen die gelben rein, hier müssen die roten rein. Und dann werden die hier aufgespalten. Nach unten geleitet, oder wie? Okay, hier kann ich noch nicht weiter gucken. Und da geht's dann nach oben. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir, ja, die roten müssen jetzt rechts rein. So der eine rote und die gelben da rein. Dann machen wir erstmal, muss man die jetzt hier oben drüber? Ne, unten drunter, ne? Das passt. So, dann isolieren wir den jetzt erstmal, damit wir den schön nach oben schubsen können. Haben wir schon mal einen. So, und der kommt dahin und fällt dann da durch. Ah, und der... Okay, da kriege ich die doch nie wieder raus. Hm. So, gut. Naja. Dann müssen wir jetzt noch die anderen beiden gelben da rein. Wir lassen den roten jetzt erstmal hier. So. Und der gelbe. Nehmen wir erstmal den einen. Muss jetzt auch nochmal da oben rein. So, mal nach oben schubsen. Und nochmal nach oben schubsen. Und nochmal nach oben schubsen. So, jetzt. So, und den. Nein, 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 nein! Also, der fällt... Oh, oh, Gott sei Dank. Dachte schon, jetzt hätte ich falsch sortiert hier. Der muss ja auch nach da. Nach oben sollst du. Ja, das richtige oben hier. Nee. So, jetzt aber. So, und der fällt auch da durch. Sehr schön. Dann ist hier nämlich der Weg geebnet. Für den dicken roten. Und den müssen wir jetzt noch dahin kriegen. Das heißt, wir müssen den erstmal wieder freilassen hier. Nicht da durchfallen. Bäh. Nicht in die Pampe hier. So. Ich wollte dich wegnehmen. Machen wir das hier mal ein bisschen höher. Dann wird das nix. Den müssen wir erstmal nach da hinschieben. So, und dann müssen wir den nach oben bringen. So. Kann er da erstmal nicht mehr zurück, hoffe ich. Oh, jetzt habe ich ihn hier eingesperrt.
geht das? So. So. Und schon Schubs. So, und der rollt jetzt dahin. Die sind wach. Nehmen wir die Grünen. Können wir die Grünen mitnehmen? Ich schubs die auch mal mit hier rüber. Sicher ist sicher. Man weiß ja nicht, was uns da oben erwartet. So, nehmen wir die alle mal hier mit rüber. Dauert ein klein wenig, ich weiß, ich weiß. Aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Weiß nicht, ob wir sie noch brauchen, aber was wir haben, haben wir. Natürlich hier mit der Maus. Ich beschwere mich schon wieder. Ich weiß. Das ist nicht so leicht. Nicht so leicht für jemanden, der wirklich irgendwie, Controller und so. Und, ja, mit dem Controller stelle ich mich manchmal natürlich auch an, aber, ja. Lassen wir das. So, und, jetzt habe ich hier natürlich alle im Weg wuseln. Wie kriege ich euch jetzt kaputt hier? Den hier. Den, nee, den auch nicht. Geht mal weg da. Geht mal weg. Weg, 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 weg. Ich rupfe hier einfach mal rum in der Hoffnung, dass ich irgendeinen richtigen mal treffe hier. So. Rutsch durch, komm. Dicker, fetter Gubal. So, und die bleiben hier sowieso alle liegen. Naja, jetzt verpasse ich, was hier passiert. Da liegen auch ein paar gelbe rum. So, gucken wir mal. Können wir die... Werden die grünen... gezogen hier? Hier fehlt einer jetzt. Ja, schnell hinterher, was mit denen passiert. Ah. Okay, sind jetzt auch ein paar grüne mitgekommen. Also... sicher ist sicher. Nehmen wir doch noch mal ein paar Grüne mit von unten. Kann man die hier einfach mit hochschießen? Ich schieß die einfach mal mit hoch hier. Kommt. So. Da, die kommen schon mit hoch. Wenn wir noch welche brauchen, holen wir uns halt noch ein paar. So, und die müssen jetzt hier drauf, oder was? So, die müssen alle da dran. Upsi. Da fliegen sie schon weg. So, mal einen Luftballon da dran. Das hilft alles noch nicht. Wir müssen, glaube ich, diese Hand hier hochkriegen. So, noch ein. Jetzt aber. Wow. Okay, was habe ich denn da jetzt für ein Konstrukt? Ah ja. Die Grünen wären gar nicht mit reingesogen. Seht ihr? Hätten wir uns wieder alle sparen können. Nicht wegfliegen. Da fehlen doch noch welche. Ey. Seht ihr, die wollten gar nicht mit rein. So, jetzt aber. Jetzt müssten wir alle drin haben. 17 von 8. Was ist denn mit denen hier? Das sind alles die, ne? Na ja, gut, dann sind wir wohl fertig. Die letzten Gubele entdeckten, dass die riesige Dame ein lebender Generator war und dass diese Schönheit eine hochreaktive Chemikalie war, wie Benzin oder Terpentin. Seit Jahren trieb ihr Schönheitssaft die ganze Welt an. Aber mit der Welt wurde auch sie älter. Und als ihre Schönheit vertrocknete, sank auch ihre elektrische Leistung. Bis heute Nacht. Durch tolle neue Schönheitschirurgie und reine, direkt in ihre Stirn gespritzte Schönheitsprodukte
schwanden die Anzeichen des Alters. Selbst wenn sie ihr Gesicht wegen der Chemikalien nicht bewegen konnte, war der Schönheitsgenerator wieder da. Eine echt nachhaltige Energielösung. Auf der ganzen Welt leuchteten die Lichter heller. Die Stromzähler drehten sich schneller. Stromleitungen waren voll frischer Energie. Eine Fabrik öffnete im Süden. Und das war das Ende von Kapitel 2. Ja, schön. Schön. Und da ist Kapitel 3 aufgeplöppt. Würde ich mal sagen, sofort hin hier.